Mission 4, sie hat viele Arme und nur ein Herz. Tief im Wasser wartet sie auf den Jäger. Was auch immer. Power up. Brauchen wir nicht. Mission Start. Ah, der erste Boss war halt jetzt. Extrem einfach. Oh mein Gott! Hätte ich das früher gewusst, wäre ich da öfter hochgegangen. Aber ich bin jetzt bloß durch Zufall da hoch. Weil ich jetzt natürlich nicht wusste. Oh shit. Ob da oben überhaupt was ist. Oh mein Gott, da kam einer von oben runter. Genau, der trifft mich. Ja, hör auf, mir anzuschreien. Und da unten warten noch drei. Oh, warte mal. Hoho. Hoho. Oh. Hoho. Mal gucken. Hier? Ja, die Richtung stimmt. Jawohl. Da haben wir unseren blauen Orb. Ein Kristall voller Lebensenergie, der mehr Lebenskraft gibt. Maximales Leben erhöht. Optimal. Hi. Da fand ich das natürlich im ersten Teil besser, als er in der Devil Trigger Form wenigstens noch Blitze geschossen hat. Was er ja jetzt nicht mehr tut. Er hat ja nur noch mit seinen Waffen rum. Bin ich ein bisschen armselig. Ja, armselig nicht, aber ich find's doof. Lol, war der unsichtbar? Optimal. One-Shot teilweise. Na gut, die waren auch nicht gerade großartig irgendwie lebendig. Nice. Da oben ist nichts. Da hinten sehe ich noch ein bisschen was. Da haben wir einen blauen Orb. Oh mein Gott. Wie soll denn das gehen? Ah, okay, ich hab's bekommen. Oh. Hier haben wir einen roten. Da geht's nicht weiter. Ich hab null Ahnung. Was das da jetzt für ein Ding ist. So, wir gehen aber erstmal hier rüber und holen uns diesen grünen Lebensort. Oh. Was man hier als so Gesicht bekommt. Ja,
ist nicht mehr. Aber wie komme ich denn jetzt da rein? Kommt vielleicht noch. Oh Mann, die Wasseranimation, ey. Wenn man das zu heute vergleicht, das ist ja einfach nur grauenhaft. Aber hey, so war das damals. Ah, jetzt geht das auf. Oh, das ist natürlich... Ja, mach das mal. Schade, ich habe gedacht, ich kann es anschießen. Ja, jetzt weiß ich aber natürlich nicht, bin ich schneller, wenn ich den Double Trigger nutze. Ich kann es ja mal versuchen. Oh ja, ich bin definitiv schneller. War nicht schnell genug. Musst du vielleicht schon vorher aktivieren. Wow. Kannst du auch fliegen eigentlich? Kannst du nicht darüber? Wow! Man hat schon einen Double Trigger, der fliegen kann, aber man kommt da einfach nicht rüber. Also das ist, ja. Ja gut, dann hätten sie das eigentlich auch nie einbauen brauchen. Ist klar. Aber das finde ich armselig. Egal, gehen wir weiter. Oh. Ein Rätsel. Also hier hatte man es damals natürlich noch nicht mit diesem Stylish 3S und hast du nicht gesehen. Heutzutage ist es ja so, je geiler du die Kombos in den Müll kommst, desto höher kriegst du diesen Style-Rang. Und ja, desto cooler sind natürlich einige andere Attacken. Oder Kombinationen, kann man schon fast sagen. Was haben wir hier? Quick Heart, ein Zauberstein mit dem Herzen eines laufenden Dämonentiers. Ah, jetzt bist du wahrscheinlich noch schneller. Ja gut, das würde dann natürlich Sinn... ein blauer Orb. Das würde dann natürlich Sinn ergeben, dass wir da noch nicht durch konnten, sondern jetzt erst. So. Wir brauchen noch 700, zumindest für, wenn wir unsere Waffen upgraden wollen. Ich glaube kaum, dass ich da großartig was mit Schwerter machen werde. Vielleicht hier die kleinen Mobs, das macht Sinn, ja. Aber ansonsten der Rest. Wow. Oh wow, verfehlt. Weg mit dir.
Gut. Sollte eigentlich passen jetzt, wenn wir das hier machen. Oder? Mann, sind die aber fast, ey. Hui. Das war schon flink. Da ist nichts. Da hat man noch mal rote Ops gehabt. Oh shit, was bist du denn? Ach ja, ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Nein! Ja, stimmt. Man musste immer... Okay, alles gut. Ah, ich bin vergiftet. Sehe ich gerade. Nice. Nicht so nice. Oh, fuck, ich muss weg. Aber wenn ich Glück habe, kriege ich den jetzt noch down. Bevor mir hier irgendwas passiert. Oh, das ist natürlich... Puh. Oh shit, ich brauche ein Item. Das wird ein bisschen zu krass. Oh. Also der Schlag hätte mich jetzt gekillt, amtlich. Oh. Erfolg freischaltet, kein Witz. Ja gut, ich habe mich auch ziemlich häufig treffen lassen. Ich hätte vielleicht mehr in Deckung gehen sollen. Oh, nice. Ein Motorrad. Ja. Ja, ist halt einfach so. Also. Hätte ich halbwegs auf Ausweichen gespielt, wäre ich wahrscheinlich besser davon gekommen, als wenn ich jetzt den Stern genommen habe. Das gibt natürlich auch wieder Abzug in der Wertung, ist klar, weil Items zu verwenden im Kampf ist hier nicht so geil. Shotgun, ein Gewehr, das die Kugeln weit verstreut. Es würde mich mal interessieren, ob... So, wo haben wir es denn? Damage, da. Item used. 1, also A. Normal steht da, glaube ich, ein S, wenn du Kinds nutzt. Was mich jetzt mal interessiert, ist... das Motorrad, was er jetzt verwendet hat, ob
dass das immer noch das gleiche ist wie im fünften Teil. Aber im fünften Teil sieht es ja auch schon wieder ganz anders aus. Im dritten Teil hatte eins gehabt, das hat Lady gehört. Das wurde aber zu Schrott verarbeitet. Im ersten hat er, glaube ich, gar keins gehabt. Im vierten wüsste ich jetzt auch nicht. Und hier im zweiten ist bloß das eine, was ich kenne. Na gut. So. Schauen wir mal kurz, was die nächste Mission bringt. Doch weit von deinem Gedanken musst du hier Optionen schützen. Ah ja, okay. So, Power Up. Swords. Wir könnten immer Schwert. Oder dadurch, dass wir jetzt die schon haben, die Shotgun leveln. Würde sich natürlich anbieten. Boah, 30.000 für Level 2. Für Level 3. Uiuiuiui. So, ich würde sagen, wir tun unsere Gesundheit einmal erhöhen. Jawohl. Gut, und das war's auch schon. So, von der Zeit her dürfte es halbwegs passen. Ich glaube, wir sind so irgendwo bei 18 Minuten. Aber hey, halb so wild. Die anderen zwei, die waren so bei 22 Minuten, sollten das zumindest gewesen sein. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen hier bei Devil May Cry 2. Und ja, wir machen dann natürlich hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Also, viel Spaß euch noch. Haut rein. Ciao.